Neben mir auf dem Sofa sitzt Philipp Unger von Schnellicke Logistics. Du bist Group Head of, Head of Group Sustainability Management. Ja. Um das Thema geht es, Nachhaltigkeit. Und im Vorgespräch mit Herrn Professor Müller-Steinfurt habe ich schon gesagt, eigentlich müsste das rote Sofa grün sein. Das ist nicht nur eure Firmenfarbe, sondern vor allen Dingen die Farbe des Themas Nachhaltigkeit. Genau. Ihr seid auch Mitglied im Themenkreis Nachhaltig gestalten der BVL und ja, an der Datenbank beteiligt, über die ich gerade mit Herrn Müller-Steinfurt gesprochen habe. Was ist für euch die Motivation und der Mehrwert an dem Themenkreis und an der Datenbank? Ja, also der Mehrwert ist für uns eigentlich ganz klar. Ich glaube, jeder in der Logistik hat aktuell das Problem, es gibt viele Maßnahmen, viele Möglichkeiten und Ideen, das Ganze umzusetzen. Und man schwimmt immer ganz gerne in seinem eigenen kleinen Themenkreis, beziehungsweise in seinen Aufgaben und Problemen, die man hat. Aber was dann halt teilweise fehlt, ist wirklich ein unternehmensübergreifender Kommunikation und halt auch ein Austausch von Best Practices und auch Ideen, sodass wir das dann halt einfach auch als Unternehmen herausteilen können in viele unterschiedliche Aspekte in andere Unternehmen und damit eigentlich ja der Nachhaltigkeit den perspektivischen Sinn auch mitgeben, wo es dann halt wirklich darum geht, alle Ketten der Lieferkette sozusagen auch mit grün gestalten zu können, unabhängig welches Unternehmen man am Ende darstellt. Ja, eben haben wir ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive beleuchtet. So, das Gebimmel ist jetzt gleich vorbei. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr ins Unternehmen reingucken. Ja. Was macht ihr denn konkret? Mit Müller-Steinfurt habe ich über Low-Hanging Fruits gesprochen. Was sind einfache, effektive Maßnahmen, die ihr schon umgesetzt habt? Ja, einfache, effektive Maßnahmen kann man eigentlich gar nicht immer so sagen, weil die Zeit für kleine Maßnahmen sind vorbei, ehrlicherweise. Das heißt, wir schauen schon wirklich darauf, langfristig auch gemäß unserer Strategie uns dahingehend aufzustellen. Low-Hanging Fruits sind dann halt einfach Themen, wo man sagt, LED-Beleuchtung, PV-Anlagen, es ist alles bereits bekannt, wo wir auch versuchen, das weiter mit zu implementieren an allen Standorten. Bei uns geht es aber auch darum, das ganze Thema Nachhaltigkeit in Gänze zu betrachten. Das heißt halt auch Kreislaufwirtschaft. Und da hatten wir die Möglichkeit vor kurzem gehabt, an einer Nominierung dran teilzunehmen für ein Upcycling-Projekt von unseren Spanngurten. Also das heißt auch, wie wir es mit dem Themenkreis zusammen machen, haben wir natürlich auch in unserer eigenen Community innerhalb des Unternehmens Themenschwerpunkte, wo wir uns zusammenfinden. Und da war es ein Beispiel gewesen, dass ein Standort relativ hohe Abfallmengen hatte für Spanngurte und daraus dann gesagt hat, okay, was können wir eigentlich damit machen? Weil die Entsorgung war teuer, es wird halt verbrannt, es gibt dafür keinen wirklichen Lebensweg mehr. Und dann haben wir aus einem Workshop heraus gedacht gehabt, okay, vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, mit einer Behindertenwerkstatt zusammen diese Spanngurte aufzuarbeiten, daraus Slacklines zu machen, Bänke und dann halt auch später für uns, für neue Standorte, die wir hochziehen, auch gleichermaßen dann Garderoben und Ähnliches mit über diese Spanngurte und Paletten mit abbilden zu können. Das haben wir jetzt soweit umgesetzt. Jetzt geht es ins internationale Rollout, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wo wir gerade dran arbeiten. Es gibt solche Trittflächen als Beispiel, wenn du halt drüber gehst, dass du darüber Energie erzeugst. Und das wollen wir insbesondere in Kommissionier- und Sequenzierzonen mit einführen, um halt darüber genau den Energiebedarf, den du für die Ausleuchtung des Bereiches benötigst, einfach über deine natürliche Bewegung und den Arbeitsablauf, den du sowieso schon inne hast, da direkt selbstständig zu erzeugen, ohne dass du die Elektrizität brauchst, die von einer PV-Anlage kommt oder aus dem öffentlichen Netz. Ja, interessant. Unsere Leser, unsere Zuhörer, die interessiert ja auch mal gerne mal eine Zahl. Was kostet es? Was bringt es? Hast du dafür eine Maßnahme, vielleicht mal ein Beispiel, so, was ihr da in die Hand nehmt und was am Ende dabei weniger an Emissionen oder Belastungen rauskommt? Ja, also wir können das gerne an dem Beispiel mit den Spanngurten machen. Nehmen wir das relativ einfach. Das war ein intern ja unter 10.000 Euro Aufwand, den wir da betreiben. Am Ende des Tages, wir konnten die Abfalltrennquote ein ganzes Stück weit erhöhen. Wir sind auf über 90% an dem Standort gekommen und haben dann halt auch eine entsprechende Kosteneinsparung im Jahr von knapp 2.500, 3.000 Euro. Klingt jetzt nach nicht so viel, aber darum geht es dann. Auch solche Themen, nicht nur, wie gestalte ich meine Transportaufträge grün über einen Wasserstoff-LKW, der auch in der Planung ist, sondern auch darüber. Gleichermaßen PV-Anlagen, intelligente LEDs, die halt untereinander kommunizieren, wo du nicht mehr eine einfache Steuerung hast, sondern da haben wir Einsparungen von 50 bis 60% erzielen können.
Und der ROI lag weit unter 2 Jahren am Ende des Tages. Also von daher, wichtig ist es halt immer zu sehen, wo ist der Anwendungsfall, wo möchte ich das Ganze umsetzen, und die sind die Rahmenparameter dazu. Ja, und ihr könnt das denn ja auch ganz gut skalieren. Ihr habt ja Dutzende Standorte in der Welt, und wenn sich eins bewahrheitet, dann lässt sich das ja gut übertragen. Du hast gesagt, ihr geht es möglichst ganzheitlich an und die Zeit der kleinen Projekte ist vorbei. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Stichworte zu den Säulen eurer Nachhaltigkeitsstrategie teilen. Ja. Was steht da drin? Es ist interessant, dass man immer sagt, Nachhaltigkeitsstrategie. Wir sehen das nicht als separate Strategie, sondern bei uns ist es wirklich eine integrierte. Also Nachhaltigkeit hat ab dem Jahr 2024 bei uns eine eigene Säule in unserem Zielehaus, nennt sich das Ganze. Da werden alle Nachhaltigkeitsziele darunter auch zusammengefasst. Und das wird über sogenannte Stoßrichtungen bei uns getrackt. Da gibt es 2 Stoßrichtungen. Einmal Responsible Management of Resources, wo alles Richtung CO2-Emissionsreduzierung geht, Abfallmanagement, aber auch gleichermaßen Arbeitssicherheit, indem ich halt sage, ich tue den Menschen auch nochmal was Gutes. Die andere Stoßrichtung, wo dann jährliche und Langfristziele auch definiert werden, sind Living Corporate Social Responsibility, wo es darum geht, ein Engagement-Programm für Freiwilligenarbeit auch mit zu fördern als Beispiel, oder aber auch das ganze Thema Inklusion mehr in das Unternehmen mit reinzubringen, um halt zu sagen, wir wollen auch anderen Personen mit Benachteiligung die Möglichkeit geben, natürlich am öffentlichen Leben mehr mit dran teilzunehmen. Und das sind so 2, 3 wesentliche Aspekte, die da gerade mit reinspielen, um dann halt langfristig bis 2040 spätestens klimaneutral zu sein, über alle Scopes, also Scope 1, Scope 2 und Scope 3 am Ende des Tages. Aber halt auch gleichermaßen nicht nur das Thema CO2 zu betrachten, sondern wirklich ganzheitlich alles zu berücksichtigen. Ich habe es eben schon mal anklingen lassen, ihr seid ja fast weltweit vertreten mit Standorten, und du sagtest gerade 2040 klimaneutral. Gilt das für den gesamten Konzern oder Fokus Deutschland, Europa? Nein, also innerhalb der Logistik und Transport ist es tatsächlich bis 2040 weltweit. Wir haben auch die Ambition, das ein Stück weit zeitiger durchzuführen. Das hängt jetzt von 1, 2 Projekten ab, wie zum Beispiel Wasserstoff-LKWs ist bei uns ein Thema. Hier in der Nähe in Ludwigsfelde, wo wir gerade in Diskussion sind, wie das Ganze ausgestaltet werden kann. Aber tatsächlich für Logistik und Transport bis 2040 klimaneutral werden zu können. Und vielleicht noch eine Frage zum internationalen Charakter. Wie nehmt ihr da den Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit in anderen Ländern wahr? In Deutschland ist er ja mehr oder weniger auf der Agenda, mit Abstrichen, dass das Thema dann doch vielleicht in den Randzeiten des Kongresses nur stattfindet. Aber wie ist das in Südafrika, seid ihr in Lateinamerika, in China? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Man unterschätzt das immer ganz gern, dass China jetzt nicht nachhaltig wäre, aber alleine da von dem politischen Druck her ändert sich das auch sehr, sehr stark, auch seitens des Kunden. Also in China gibt es da bereits mehrere Anfragen, wo es ganz klar heißt, ihr dürft Transporte nur noch CO2-neutral gestalten, E-LKWs etc. pp. Das heißt, da ist es tatsächlich auch eine Anforderung und auch ein gewisses Bewusstsein da. In den anderen Ländern relativiert sich das. In Mexiko ist es ein wichtiges Thema, ehrlicherweise. Man merkt es auch von unseren eigenen Mitarbeitern, dass sie sich sehr stark damit identifizieren und auch versuchen, das voranzutreiben. In Südafrika trägt es enorm zur Unternehmensbindung gleichermaßen mit bei. Und auch selbst in den USA ist da aktuell ein Umschwung dabei. Und man merkt es auch insbesondere dann, wenn wir unsere Community, unsere HSE-Community sehen, mit unseren operativen Kollegen, dass dieses Bewusstsein auch ganz stark in den USA gewachsen ist und wir auch dafür schon die ein oder andere Auszeichnung erhalten haben. Und das ist auch unser Anspruch, nicht nur in Deutschland oder Europa viel für das Thema Nachhaltigkeit zu machen, sondern auch im Umkehrschluss einer der nachhaltigsten Logistikdienstleister weltweit werden zu wollen. Glaubst du, das stand so ein bisschen in eurem Nachhaltigkeitsbericht auf der ersten Seite, Stichwort familiengeführtes Unternehmen, das ist unsere Verantwortung. Glaubst du, diese Tatsache, dass ihr familiengeführt seid, ihr seid ja gleichzeitig trotz Rechtsform eine Aktiengesellschaft, aber macht es das einfacher als so ein global tätiger Konzern, der vielleicht anonymer geführt ist, dass ihr Familien-DNA habt, das Thema so anzugehen? Also wir sagen auch immer so schön, green is our natural color, und das merkt man auch immer ganz extrem, dass wir halt ein Familienunternehmen sind. Gerade unser CEO Nikolaus Külps mit seiner Familie dazu spricht das Thema auch jedes Mal auf Führungskräftetagungen mit an, dass das ein enormes Thema ist.
Und ich werde es nie vergessen, als wir mit der Reise Nachhaltigkeit gestartet haben, hat er gesagt, für ihn wäre es einer der größten Wünsche, darüber mal ein neues Geschäftsbusiness auch mit erreichen zu können. Und ich glaube, dieser Satz verdeutlicht eigentlich das Ganze, wie sehr die Familie Schnellecke selber auch mit dahinter steht, die Firmeneigner und am Ende des Tages auch unser kompletter Vorstand. Was könnte so ein neues Geschäftsmodell sein? Ja, also ich glaube, auch gerade darauf basierend, was wir mit den Best Practices machen, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, positiv wie auch negativ. Und ich glaube, so ein Thema ist halt auch, wie kann man Logistik auch nachhaltig für andere gestalten, indem man halt sagt, kleineren Unternehmen, die da gerade starten, eine Hilfestellung einfach auch mitgeben zu können. Beratungsdienstleistung, also Beratung. Oder genau, so Richtung Beratungsdienstleistung ist sicherlich eine Option, aber halt auch genau zu schauen über dieses Upcycling-Projekt. Einfach zu schauen, okay, welche Möglichkeiten ergeben sich eigentlich aus unseren eigenen Prozessflüssen heraus, um vielleicht ein nachhaltiges Produkt zu designen oder zu entwickeln, auch wenn das vielleicht aktuell noch gar nicht unser Scope ist als Logistikdienstleister, aber die Welt ist offen. Wir machen Modulmontagen, das heißt, wir haben schon gewisse Erfahrungen letztlich mit dem gesamten Thema der Herstellung, warum das einfach nicht auch anwenden für solche Aspekte. Ein, zwei Fragen habe ich noch. War hier auch auf dem Kongress, hört man auch sonst so, Mensch, die Dekarbonisierung wird viel Geld kosten und ja, nicht alle Unternehmen werden sich das leisten können, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Wie nehmt ihr das wahr mit den Mehrkosten? Was könnt ihr davon an Kunden weitergeben? Wie viel stemmt ihr selber? Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben. Ja, also das ist sehr, sehr schwierig, ehrlicherweise. Wenn wir uns das auf Kundenseite anschauen, ist natürlich auch der Wunsch, dass man sagt, okay, bietet uns nachhaltige Optionen an. Aber auch dann insbesondere ist es natürlich ein Thema, wie hoch sind die Kosten, wie hoch ist die Vertragslaufzeit. Und wir hatten gerade eben auch das Thema, dass wir in eine PV-Anlage investiert haben, obwohl der Vertragsabschluss oder das Vertragsende eher vor der Tür steht, als ich die Anlage rechnen würde. Und wir haben aber gesagt, wir machen es trotzdem. Was das heißt, auch aus Kundenbindungssicht heraus wollen wir natürlich sagen, okay, wir sind ein nachhaltiger Dienstleister, mit uns könnt ihr diesen Weg geben, wir geben euch Möglichkeiten, eine eigene grünere Lieferkette darstellen zu können und natürlich gehen wir dann auch den Weg. Und das heißt auch, woran wir aktuell arbeiten, ist dasselbe Thema, solche Maßnahmen zu pushen über den internen CO2-Preis, den wir selber mit implementieren wollen, um halt zu sagen, Maßnahmen, die sich jetzt vielleicht nach einer ganz normalen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch nicht rechnen, mit einem CO2-Preis weiter zu pushen. Und zum Schluss noch mal eine Frage, von welcher Seite oder von welchen Seiten, vielleicht sind es mehrere, kommt der Druck bei dem Thema Nachhaltigkeit? Natürlich das Einfachste, was man immer sagen kann, pauschal Gesetzgeber. Ich glaube, man sieht das ganz extrem in Deutschland und in Europa, wie hoch der Druck aktuell wird. Das ist ein Thema. Auf der anderen Seite auch der Kunde. Und das, was ich aber auch zuvor gesagt habe, ich glaube, wir als Familienunternehmen stehen sehr für das Thema ein, dass wir nachhaltig unterwegs sein können, auch für den nachfolgenden Generationen, einen Mehrwert zu generieren. Von daher ist es ein interner Druck auf der einen Seite, den wir uns selber auferlegen, auf der anderen Seite aber auch gleichermaßen junge Arbeitnehmer. Ich sehe das immer ganz gerne inzwischen oder bekomme das mit, dass ich von unserer Personalabteilung vorher angesprochen werde, okay, Philipp, wir haben demnächst ein Bewerbungsgespräch. Die wollen ein bisschen was zu dem Thema Nachhaltigkeit noch mal mehr hören. Sie haben sich über den Bericht durchgelesen. Kannst du uns da noch mal was mitgeben? Also ich glaube, das setzt sich immer weiter durch. Es ist nicht nur ein rein gesetzliches Thema und Kundenthema, sondern auch das ganze Thema, was auch über die Gesellschaft von so immer weiter hineinkommt. Und am Ende des Tages ist es auch ein Thema irgendwann mal von finanziellen Aspekten. Das heißt, Banken sind genauso interessiert, grünere Unternehmen mehr zu fördern gegenüber vielleicht grauen oder braunen Unternehmen. Vielen Dank für den Input und für die Einblicke in die Nachhaltigkeit bei Schnellecke. Philipp Unger, vielen Dank. Sehr gerne.